14. April 2019, kurz nach zwei. Willkommen zu meinem YouTube-Film wegen der Rasenneuanlage. Also ich zeige hier erstmal die Fläche, die Hauptfläche, um die es geht. Die beginnt hier und die erstreckt sich hier runter bis zu dem Gartenhaus und dann dort bis zu diesem S-förmigen Weg. Diese Fläche hat 120 Quadratmeter und soll neu angelegt werden, das heißt komplett kultiviert, durchgegrubbert. Dann nach Aussage eines Fachmanns sollten da ungefähr 3 Kubikmeter Substrat drauf. Ich suche einen Auftragnehmer, der schon mehrfach Rasen gemacht hat und der an der Stelle auch kompetent ist. Diese Fläche soll im Grunde so bleiben, wie sie ist. Das ist eine Art Streuobstwiese, die ist unwichtig. Darüber kann man reden, ob man die vielleicht ein bisschen einebnet, aber eigentlich um die geht es nicht. Die ist uneben und kann es auch bleiben. Das hier soll schön werden. Das heißt, da muss man auch ein bisschen an der Topografie, an der Oberfläche arbeiten. Das muss passen. Ich habe schon selber daran gearbeitet. Ich habe schon alles Mögliche mit der Schubkarre korrigiert. Das muss aber, wenn es durchgegrubbert wurde, nochmal fein korrigiert werden. Was noch dazu kommt an Nebenaufgaben, wenn Sie in der Lage sind, uns ein paar Schrottsteine abzunehmen, wären wir begeistert. Wenn Sie hier bei dem Flieder, da müssen wir noch überlegen, wie wir die Einfassung drumherum machen. Der Flieder selber, da soll der Rasen nicht bis hingehen. Diesen Bogen müssen Sie sich wegdenken, der gehört da nicht hin. Und das muss entschieden werden. Hier hinten gibt es einen Bereich, der ist zu reparieren. Da muss man sogar nachsäen, ein bisschen so Substrat hinstreuen, irgendwas. Jetzt eine wichtige Detailaufgabe. Es gibt hier einen Plattenweg. Der liegt schlecht von der Richtung. Der muss umgelegt werden. Das hier hinten wären 12 Platten. Die muss man rausmachen, die Löcher schön zumachen. Also ich bin, das kann ich gleich dazu sagen, an genauer Arbeit interessiert. Sie können auch sagen, ich bin pedant, das ist mir egal. Das heißt, so eine Platte, die muss vernünftig sitzen. Zum Teil sind die hier also zu tief gewesen. Das müssten Sie besser machen. Und das Zweite, wo Platten hin sollen, dieser Weg ist ja schön, aber wir wollen auch von diesem Ort hier rübergehen können. Das müssten dann 22 Platten sein. Gut, also die Eckpunkte, 120 Quadratmeter Neuanlage, der Boden ist gut. Da in der Mitte gibt es übrigens einen Rasensprenger. Das nur zur Info, deswegen gibt es auch Leitungen aber die sind ziemlich tief, die Leitungen dürften Sie nicht erreichen, wenn wir uns vorher darüber verständigen, wo die Leitungen liegen, die Wasserleitungen. Da hinten etwas Rasen reparieren, Platten umlegen, Platten neu legen und vielleicht uns von ein paar Steinscheißhaufen befreien, was aber auch separat diskutiert werden kann. Preis ist wichtig, logisch. Termin ist wichtig. Der Betrieb, der normalerweise für uns arbeitet, ist überlastet. Der macht nicht mal ein Angebot. Der ist eigentlich gut und da können wir noch ein halbes Jahr warten. Vielleicht kommt er irgendwann. Wir wollen früher fertig werden. Deswegen, wenn Sie ins Geschäft kommen wollen, dann muss es zeitnah sein. Zeitnah heißt, 3 Wochen ist gut, 6 Wochen ist okay. Danach wird es uninteressant für uns. Gut, jetzt gucke ich mal den Spiegelzettel. Also Zufahrt nach hier ist halt mit dem Anhänger schwierig, mit der Schubkarre kein Problem. Durch die Garage da hinten durch möchte ich nicht, dass große Sachen gefahren werden. Geht auch gar nicht, weil das da zu eng ist in der Garage. Das heißt, das Material, was Sie hier reinbringen wollen, muss über diesen Weg kommen. Man kann oben an der Straße halten und dann halt die Schubkarre weiter oder so. Gut, ich hoffe, die meisten Fragen habe ich beantwortet. Ansonsten fragen Sie mich bitte und ich bin gespannt auf Ihr Angebot. Danke, ciao.